Von Frankfurt am Main kommend bin ich heute Morgen in Los Angeles gelandet, mit dem Taxi hier nach Long Beach in den Hafen gefahren, um auf der MSC Lona einzusteigen für eine etwas längere Containerschiffsreise. Hier werden noch Proviant und einige Ersatzteile geladen. Die gehen dann mit dem Kran oben an Deck und werden von der Besatzung verstaut. Das Schiff wird hier im Hafen total leer gemacht und dann wieder neu beladen für eine weitere Reise nach Ostasien. Für das Beladen wird das Schiff hier noch etwa anderthalb Tage im Hafen liegen bleiben, um anschließend über den Pazifischen Ozean rüberzufahren, zunächst einmal nach Japan. Die MSC Ilona ist zurzeit eines der größeren Containerschiffe, die die Weltmeere befahren. Und wir haben so ein schönes Wetter hier in Los Angeles. Nicht zu kalt, nicht zu warm, wunderbar. Im Moment habe ich Glück. Die Hafenarbeiter machen eine Pause. Es fahren zurzeit keine LKWs durch die Gegend und der Lärm ist im Grunde genommen völlig verstummt. So kann ich in aller Ruhe auf der Pier spazieren gehen und mir das Schiff von außen anschauen. Der maximale Tiefgang, mit dem das Schiff fahren kann, beträgt 14,5 Meter. Da das Schiff zurzeit aber hier im Hafen so gut wie leer ist, taucht er vorne nur 6 Meter ein. Wenn man an Bord will, dann muss man zunächst einmal diese lange Gangway hinaufklettern. Oben angekommen wird man eingecheckt. Man bekommt einen Bordausweis. Niemand, der hier oben an Deck rumläuft, weder von der Besatzung noch von der Hafengang, niemand darf also ohne so einen Ausweis hier übers Deck laufen. Das ist inzwischen Vorschrift, weil weltweit so viel passiert in den Häfen und man will die Kontrolle darüber behalten, wer an Bord ist. Auf dieser Tafel kann man sehen, in welchem der 8 Stockwerke sich welche Räume befinden. Eine Passagierkabine liegt normalerweise zwischen den Räumen des Kapitäns und des leitenden Ingenieurs, ganz oben unter der Kommandobrücke. Und weitere Passagierkabinen liegen dann ein Deck darunter. Ich schleiche mich mal durch die Kombüse, das ist unser Cookie. Und schau mal. Aber heute Abend gibt es mehr kalt, so wie es aussieht. Oder ist noch nicht fertig, bin zu früh. Dann sind wir also in der Offiziermesse. Hier gibt es was zu essen. Warmes Essen nehme ich ja normalerweise abends nicht. Die anderen sind entweder schon da gewesen oder sie kommen gleich. Unser Steward. Da hinten sitze ich, kriege mein Wasser. Schöne große Fenster haben wir hier, ja. Ja, das ist der Kapitänstisch. Ich bin jeden Abend zum Captain's Dinner eingeladen hier. Als Alleinunterhalter im Moment. Jo. Also so sieht das hier aus, wo wir speisen. Wie das im übrigen Schiff aussieht, das sehen wir dann ein bisschen später.
Inzwischen bin ich wieder auf der Brücke. Das Schiff wird weiter beladen und die letzte Abfahrtzeit, von der ich gehört habe, ist ungefähr morgen Mittag. Wir kriegen hier etwa 3.500 Tonnen Schweröl. Das reicht dann ungefähr wieder bis nach China. Und dort wird dann wieder neu aufgefüllt. Diese Bunkerbarge, die bringt also den nötigen Treibstoff. Das Schweröl muss vorher auf ungefähr 60 Grad erhitzt werden, damit es überhaupt gepumpt werden kann. Und bevor das in die Maschine eingespritzt werden kann, muss es tatsächlich eine relativ hohe Temperatur schon haben, damit es überhaupt in den Zylinder gezündet werden kann. Inzwischen sind wir ausgelaufen und befinden uns schon mitten auf dem Pazifischen Ozean. Das Wetter ist zurzeit erstaunlich ruhig und wir laufen mit über 25 Knoten. Hier auf der Kommandobrücke treffe ich zwei Wachoffiziere. Und das Erstaunliche? Der Erstoffizier ist eine Frau. Und neben ihr ist der vierte Offizier. Das ist ein Finne. Das ist Kalle. Und nun zeige ich Ihnen die Haupteinrichtung der Kommandobrücke. Es gibt zwei Radargeräte. Es gibt eine elektronische Seekarte. Und es gibt lauter Schalter und Hebel und alles Mögliche, um das Schiff in Betrieb zu halten, zu fahren, zu lenken. Auf dem langen Wege über die Ozeane wird das Schiff vom GPS gesteuert, also vom Computer. Nur beim Ein- und Auslaufen in die Häfen, beim Anlegen und bei schwierigen Manövern, da wird dann nachher ein Rudergänger am Handruder stehen und mit der Hand steuern, nach Anweisung des Kapitäns. Und oder nach Anweisung des Lotsen, der dann jeweils mit auf der Brücke ist. So sieht unser Kartenhaus aus und im Moment fahren wir ja von Long Beach, das liegt ja irgendwo da, Los Angeles, fahren wir ja nun quer über den Pazifik und heute Morgen im Moment sind wir denn gerade so hier etwa, in the middle of nowhere. Das Wetter sieht noch ganz gut aus. Wir sind ja erst hier vorne an der Küste. Wir sind ja mal gerade erst einen Tag unterwegs. Hier ist ein großes Hoch. Hier sind ein paar Tiefs. Die laufen aber dann hier oben im Norden rum. Wir fahren hier im großen Bogen rüber und sollen dann hier in diese Ecke nach Korea.
alles ziemlich groß und geräumig hier oben. Und vom Kartenhaus kann man dann auch schön nach hinten rausgucken. Aber hinter uns kommt keiner her, wir sind ziemlich schnell. Das ist der Blick in die Steuerbordnock. So sieht die Brücke aus, einmal quer rüber. Ja, da muss man 40 Meter laufen, wenn man einmal darüber will. Im Moment steuern wir 287,8 Grad und das geht da lang. Hinter dieser Trennwand mit dem Vorhängen, da verbirgt sich ein Fuchsbude. Die sieht denn so aus. Fernschreiber, Telex, Fax, alles hier. Satellitentelefon, Kurzwelle für Fernschreiben. Aber das meiste geht ja über den Computer und dann über den Satelliten an. Da drüben ist noch eine Station, wo wir Wetterkarten mit empfangen können. Hier lässt der Kapitän gerade ein Hartrudermanöver fahren. Einfach so zur Probe. Von da oben kommt man von der Kommandobrücke durchs Treppenhaus ein Deck tiefer. Dann befindet man sich in dem Deck, in dem der Kapitän wohnt. Ganz hinten am Ende des Ganges wohnt der leitende Ingenieur. Und dazwischen ist der sogenannte Supercargo-Raum oder eigener Raum. Das ist die schönste 2,5 Zimmer große Passagierkabine. Der Kapitän hat mir erlaubt, mal seine Räume zu besichtigen. Und so darf ich da auch ein paar Aufnahmen machen. So wohnt er hier. Auf dem Weg zum Fahrstuhl kommen wir erstmal am Klavierungsbüro vorbei. Das ist auch ein ziemlich großer Laden hier. Das sieht denn so aus. Da kann man den nach hinten wieder rausgucken. Also hier oben wird dann die Einklärung gemacht. Da kommt dann der Zoll und die Behörden und bla bla bla. So sieht das denn hier aus. Ja. Das ist wieder die Conti-Flagge hier. Wir fahren ja auf einem Conti-Schiff. Oh, das ist ja halt NSB. Da stehen ja so Trophäen von den Häfen. Dann gehen wir mal vom Büro Richtung Fahrstuhl. Dann fahren wir mal runter an Deck und mal gucken, wie es da aussieht. Also einmal quer durchs Schiff, rüber auf die Backbordseite. Und da hinten irgendwo ist der Fahrstuhl. Und hier hinten irgendwo wohnt der Schief. Aber der ist jetzt bestimmt im Keller. Da muss ich Kohlen ziehen. So, der Fahrstuhl kommt. Können wir noch mal rausgucken zwischendurch, ganz schnell nach hinten. So sieht das hier aus, wenn man nach da rausguckt von der Tür. So, dann gehen wir mal in den Fahrstuhl. Dann fahren wir mal nach unten. Hoppala. Da will ich hin. Ja, damit ihr auch glaubt, dass wir hier einen Fahrstuhl haben. Rabbel, 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 rabbel. Abwärts, Lebensmittel, Haushaltswaren im Tiefkeller. Ja. So, dann kommen wir gleich auf den Hauptdeck an. Upper Deck.
Sesam, öffne dich. Da geht das los. Einmal den Trigger vor und machen wir Upsala. Ach Gottchen. So. Und alle sind an Bord. Da hinten wird sauber gemacht. Ja. Ja, ja. Und hier geht es nach draußen. Hoffentlich falle ich nicht über die Müllschaufe. Oh, ich höre einfach Wasser plätschern. Die Jungs sind am Deck spüren. So, das ist der Blick nach hinten. Das ist auch noch eine ziemliche Ecke bis da ganz achtern. Und auf der anderen Seite sieht das denn so aus. Das ist ziemlich weit. Und da gehen wir jetzt mal hin. Oh, ein bisschen Wind von vorne, weil wir schnell fahren. So, aber den langen Gang, den ersparen wir uns. Wir machen vorne weiter. Ja, ziemlich langes Schiff. Da hinten laufen Leute rum. Kann ich gar nicht so stillhalten. Ja, das Dampfer ist ja immerhin 300 Meter breit und ich bin ja noch gar nicht mal ganz vorne. Es geht ja noch ein kleines Stück weiter und dann nach oben unter die Back. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Ja, das Vorschiff hat hier ein Dach oben drüber, damit bei schlechtem Wetter hier nicht alles kaputt gehauen wird. Also hier stehen die großen Festmacherwinden, das Ankergeschirr und gleich sind wir ganz vorne und dann können wir mal im Fenster gucken, aber es wird ein bisschen grusig sein. Das ist die vordere Midships-Klüse, durch die ich jetzt gucke. So sieht der Backbordanker aus mit der riesigen Kette. Alles ziemlich groß hier. Komme ich kaum ran mit der Hand. Also für eine Uhrenkette ist es ein bisschen zu groß. Aber wenn es regnet, werden sie auch nicht nass. Also, das hat Vor- und Nachteile. So, und da stehen dann die ersten Container und da haben wir bis zu 6800 Stück von an Bord. Das ist der Quergang vorne, gleich hinter dem Vorschiff. Da hat der Bootsmann so seine Stores. Und dann geht das hier auf der Backbordseite wieder nach Achtern. Noch jemand einen Spaziergang. Good morning, somebody else on a walk across the ship. Huh? Bei uns stehen die Container bis zu 7 Stück hoch. Yeah, come on. Don't make me wet. Ja, die Jungs waschen Deck. Da wollte mich gerade nass spritzen. Jetzt sind wir ganz achtern auf der Festfahrerstation. Hier oben drüber stehen Container. You were so blind to let
Nun bin ich wieder auf der Brücke und da vorne sieht das bös nach Regen aus. Inzwischen ist es Nacht geworden, aber es wird gerade wieder Morgen. Da hinten durchs Fenster sieht man schon so ein bisschen Morgengrauen. Der erste und der vierte sind ganz fleißig und machen ihre Schularbeiten. 6:22. And time is 10:06. In half hour. You can check the raw period, so I can check my vehicle. Und so schnell sind wir heute Morgen. 25,6 Knoten durchs Wasser. Gewaltig. Aber der Grund laufen wir nur 24,8, 24,7. Also haben wir ein bisschen Strom von vorne. Und die Sonne, die ist garantiert schneller als wir. Und die kommt da hinten dann über den Horizont gesaust. Und wenn wir Glück haben, dann wird das ein schöner Tag. Und heute Abend wollen wir ein kleines bisschen Party feiern. Ja, noch ist ruhig auf dem Pazifik. Wer weiß, wie es in 2-3 Tagen aussieht. Und heute ist ja Sonnabend, da kann man das ruhig mal machen. Gleich geht das los, wir feiern heute eine Party! Oh,
Basel, Basel. Man glaubt es kaum, aber inzwischen sind wir auf dem Wege nach Alaska, ja genauer gesagt zu den Aleuten. Unser Cookie hat sich eine Blinddarmentzündung eingefangen und dann müssen wir sehen, dass wir ihn auf schnellstem Wege loswerden. Hier wird schon alles vorbereitet für heute Abend, später, falls es schon dunkel sein sollte, wenn der Helikopter kommt. Und der Koch geht dann weiter nach Anchorage in Alaska ins Hospital. Der Koch konnte schließlich durch einen angeforderten Hubschrauber rechtzeitig in eine Klinik nach Anchorage geflogen werden. Aber diese Geschichte, die habe ich separat abgespeichert hier auf meinem Kanal von Wolf Peak. Und diese Episode mit der gesamten Hubschrauberrettung können Sie sich anschauen unter dem Titel Frachtschiffreisen, Blinddarm, Ausrufezeichen, Hubschrauberrettung auf See. Also dieser Film ist separat hier auf meinem Kanal auf YouTube zu finden. Viel Spaß! Silly.